Hallo und herzlich willkommen zu XCOM Enemy Unknown. So, XCOM Enemy Unknown und nicht wie ich es in den vier Anläufen, ich weiß es nicht mehr, ich habe es nicht mitgezählt, vier Anläufen, die ich zuvor gebraucht habe, um dieses Thema jetzt, das wir jetzt dann haben, zu erklären. Und zwar, ich spiele jetzt hier einfach mal nochmal weiter, wie der Standard normal so gehabt ist. Und zwar, heute ist für mich zum Zeitpunkt dieser Aufnahme XCOM Enemy Within rausgekommen und auch veröffentlicht worden. Und ich möchte euch jetzt mal kurz erklären, wie ich das so handhaben möchte. Und zwar, wir werden jetzt hier einfach das normale XCOM Enemy Unknown wie gehabt durchspielen. Ich hoffe, dass es geht. Das ist wie beim DLC vom Slingshot. Wie das Slingshot DLC. Einfach abschaltbar ist. Und dass wir halt einfach das XCOM hier normal durchspielen können. Und zeitgleich, also ihr werdet das höchstwahrscheinlich schon wissen, wenn ihr dieses Video seht, weil ich werde das höchstwahrscheinlich morgen oder so, heute vielleicht, morgen hochladen. Das ist für euch Freitag. Bin mir jetzt nicht sicher. Je nachdem, wie es läuft, werde ich einen neuen Spielstand anfangen und der XCOM Enemy Within beinhaltet. Das heißt also, wenn jetzt hier XCOM Enemy Unknown, Feuer eröffnen! Scheiße. Die gefallen mir jetzt mal so gar nicht. Okay. Soweit sieht es schon mal ganz gut aus. Vier kritisch. Schön, schön. Er legt nochmal nach. Boah, den könnten wir... Den Sackel mal, ey. Das machen wir. Den Sackel mal. Okay. Dann muss ich jetzt auch noch ein bisschen umplanen. Ah, genau, zurück zum Thema. Und zwar werden wir XCOM Enemy Within in einem anderen Spielstand weiternehmen. Ja, gut, den killen wir. Kami? Passt. Ist keine Bedrohung mehr. Jo, ist er. Und zwar werden wir, wie gesagt, XCOM Enemy Within in einem anderen Spielstand weiterverfolgen. Und werden das auch so handhaben. Liege unter Feuer! Feind ausgeschaltet. Ja, durch Autos schießen lässt sich halt schwer, ne? okay. Den nehmen wir mit. Den wollen wir nicht killen. Warum? Ja, komm schon. Ach, du hast... Ja. Was sollte die Waffe wechseln? Gleich viel besser. Der hat voll Leben... Ja gut, der ist aber doppelte Portion. Das müsste gehen. Und zwar... werden wir, wie gesagt, in einem Spielstand das XCOM Enemy Within machen. Da würde ich auch die Tutorials nicht zeigen und so weiter, weil damit ich halt auch mal volle Auswahl habe und so. Aber das hatte ich ja den Spielstand nicht. Und ich werde auf Normal spielen. Aus dem einfachen Grund, ich möchte... Was schießt du daneben? Feind lebt noch! Werde auf Normal spielen, weil ich diese neuen Spielelemente halt einfach nochmal selbst erkunden möchte und noch selbst damit noch zu unsicher bin, dass ich... Und könnte auch damit nicht wirklich gleich umgehen. Deshalb werden wir das auf Normal spielen. Und jo, das werde ich näher noch in dem Let's Play selbst debattieren. Und ja, jetzt werden wir hier jetzt erst einmal die gemütliche Runde spielen. Das hier ist wahrscheinlich der Einser und Spirit nähert sich jetzt einfach mal von hinten. Das wäre sinnvoll. Aber er kann nicht gar so wirklich weit rennen. Hier ist ja noch gar nichts. Wir wissen ja nicht, was hier ist. Wir spielen nach wie vor auf Klassischen. Es ist halt einfach nicht zu unterschätzen. Ein Fehler und du bist tot. Okay, dann machen wir das relativ simpel. Wir machen Sturm und Schuss. Geh zum Angriff über. Du latscht hier mal rüber, gehst in die volle Deckung. Reflexschuss ist mit blitzschnelle Reflexe abgewehrt. I'm alright. Wie gesagt, Spirit hat manchmal so englische Anwandlungen. Und guckst mal, ob du den anderen frittieren kannst. Nein, kannst du nicht, deshalb kannst du nicht nachladen, nix. Ja, ein bisschen doof, wenn ich das mal so sagen darf, da kannst du nur killen. Ja gut, dann machst halt einen Feldposten für den Fall, dass der andere sich rührt. Okay, dann kann Kami aber ein Stück vorrücken. Mal versuchen, ob er den anderen das Hirn frittieren kann. Und er kann. Das heißt, es wird im höchstwahrscheinlich sein, dass wir dieses eine Gewehr nicht bekommen werden, da ja Spirit ihm das sozusagen ein neues Frikassee entdecken wird. Und ja, das hat auch gleich vermarkten will, indem dass er einfach mal so einen Blattschuss gibt.
Okay, der macht auch einen Feldposten. Das heißt also, der wird höchstwahrscheinlich sterben. Aber ich möchte halt momentan nicht viel riskieren. Das ist mir ein wenig zu gefährlich. Er macht nichts. Geht das überhaupt? Geht das überhaupt? Nicht machen? Okay, er macht nichts. Wusste ich nicht, dass das geht. Und Zone-Alarm nervt mich gerade. Ein wenig nervig. Okay, und wir wollen mal dieses Risky-Geschichte. Ich mache lieber vor... Ich mache es grundsätzlich, dass ich vor... vor solchen Zapper-Geschichten immer wieder speichere, weil das ist mir einfach zu gefährlich. Spirit, renn mal vor. Und guck mal nach, ob du den... Ja, 90%. Komm. Setze Ziel fest. Jo. Sag dem Doc, wir bringen einen Lebenden mit. Jo, wir haben ein neues Gewehr. Das ist sehr gut. Kami kann vorrücken. Und macht mal einen Feldposten. Widow. Wie sieht's mit ihm aus? Er kann jetzt eigentlich auch einen Schritt weiter vorgehen. Kontakt. Okay, und das sind noch mehr. Oh mein Gott, sie kommen aus den LKWs. Okay, sie stehen da schon mal nicht gar so schlecht. 60 und... Wir könnten mal Deckungsfeuer... Weil die werden sich höchstwahrscheinlich bewegen. Oh, mach mal den da. Der ist gerade ein bisschen... Ich halte den hier nieder. Ah, geil, der andere wird auch niedergehalten. Das ist cool, das ist geil, das ist schön, so mag ich das. Und dann kann ich selbst ja mal ein bisschen nachlaufen. Und auch mal ein bisschen mitspielen. Während Widow hier einfach mal einen Feldposten macht und die anderen ein neues Hirnabflussventil besorgt, während sie vorbeikommen. Da stelle ich mich noch nicht hin, das ist zu gefährlich. Beziehungsweise Murray, Pox und oder dergleichen. Und sie pflanzt sich erstmal gemütlich hier hin. Ist zwar ein Sprint, der nicht nötig ist, aber ich will die in der Nähe haben. Einer wird sich bewegen, oder? Ein Geschichte hat auf jeden Fall, sie haben etwas Schmerzen bekommen, weil das Auto vor ihrer Nase explodiert ist. Okay, es ist nichts passiert. Ich wusste gar nicht, dass das geht, dass man nichts tun kann. Ich glaube, wir bomben die weg. Nein, Raketen hebe ich mir immer für Notsituationen auf. Wobei, die haben jetzt 2 Schaden. Ich könnte mit nochmal ein bisschen Deckungsfeuer ein bisschen Stress machen. Könnte ich vielleicht sogar beide killen. Ich habe ihn im Visier. Passt sogar, beide gekillt, Double Kill. So ist schön. Es ist zwar wurscht, du hast 2 auf einmal getötet. Was willst du eigentlich? So ist schön, so mag ich das. Hier buchsen aber immer noch Aliens rum. Darum rücke ich jetzt auch mal ein bisschen nach. Und mache einen Feldposten, damit der andere dann in der nächsten Runde gemütlich nachladen kann. Während Spirit hier ein bisschen vorrückt und neue Aliens entdeckt. Okay. Widow. Ich sehe momentan gerade nicht, weil genau hier ist gerade so ein kleines Scheißdreck-Sound-Alarm-Teil. Und daher sehe ich gerade nicht. Moment, ich mach mal kurz Unterbrechung. So, hier bin ich wieder. Sorry für die Unterbrechung. Mein Antivirenprogramm, also Ding, mein Firewall hat da gerade ein bisschen gemurrt. Und, ja, Widow sollte sich an ein besseres Plätzchen begnügen. Das heißt also, sie geht jetzt hier mal in die volle Deckung. Sieht den Feind, das ist sehr schön. Setzt, und hier nimmt mal Pox den Platz vom Spirit ein. Kann sogar noch schießen, das ist sehr schön. Und dann perforieren mal die Schädeldecke. So ist schön, sogar mit 8 Punkten, so liebe ich das. Spirit darf selbst auch nochmal ran. Und, ja, wenn schon, dann muss es ein echter Kill sein. Nein, ist nichts geworden. Ziel steht noch. Das ist schlecht, mein Lieber. Okay, dann rückst du hier nach, Kami. Darfst ihn sehen und darfst du mal versuchen, ihm mal ein bisschen das Kopfwasser zu erleichtern. Nein, stattdessen machst du Spirit nur noch so schwerer. Okay. In Deckung.
Okay, ich wurde nicht getroffen. Warum er sich den mit der besseren Deckung ausgesucht hat, bin ich mir nicht sicher. Während Spirit ein bisschen einstecken muss. Ein bisschen zu viel für meinen Geschmack. Okay, das müssen wir jetzt ausbügeln. Spirit, renn mal hier hin. Dafür liebe ich Sanitäter in der Gruppe. 6 TP. Einmal reparieren und zusammenschweißen. Geh wieder raus. Ich will dich ja nicht so lange in der Krankenhaus haben. Okay, es sieht sie aber keiner mehr. Doch, er. Warum sieht dann Box sie nicht? Den Murray. Ja gut, dann tauscht ihr zwei mal Platz. Dann dürfte auch Murray sie wiedersehen. Jo. Und zwar den da oben. Dann darfst du mal kurz einen Headshot probieren. Wird das was? Und es wurde was. Sehr schön. Kill bestätigt. Ich liebe Kills. Und noch mehr liebe ich noch mehr Kills. Was der auch ist. Sehr schön. Und tschüss. Ein paar Mutons weniger auf dem Schlachtfeld. Und du lädst jetzt erstmal gemütlich schnell nachladen. Während ich ihm die Deckung halte und Spirit, der eigentlich immer noch ein bisschen arm dran ist, hält Kami die Deckung, weil Kami in der nächsten Runde ihn wieder zusammenschrauben wird. Ich glaube ja immer noch, dass hier irgendwo welche Mutons unterwegs sind. Man hört es ja immer wieder, wenn sie so irgendwelche Geräusche machen. Und daran kann man ziemlich gut erkennen, was noch so auf dem Schlachtfeld ist. Okay. Du bist gleich wieder im Gefecht. Passt. So ist recht. So ist recht, du bist gleich wieder im Gefecht. So schön. So, 5 Minuten Reimerei ist jetzt auch vorbei. Und, jo. Du wirst jetzt erst einmal ein bisschen weiter nach vorne wagen. Der Sniper geht in eine neue Position. Du rennst jetzt erstmal hier hin, siehst nichts und machst einen Feldposten. Einen Feldpfosten. Ja, das sind manche Einheiten doch manchmal schon. Okay, er darf jetzt hier ein bisschen weiter rennen. Hat sich jetzt eine gemütliche Ecke gesucht und macht einen Feldposten, während ich so ein bisschen weiter nach vorne renne. Und den anderen den Rücken frei halte. Spirit, der jetzt mittlerweile ziemlich gut genesen ist, nimmt den Platz von Pox ein, um auch ein bisschen weiter zu sichern. Wir haben jetzt, wie gesagt, ein Gewehr mehr. Das ist umso besser für spätere taktische Maßnahmen. Und Feldposten. Immer schön auf den Gegner achten. Immer ihn schön ruhig kommen lassen. Jetzt wissen wir auch ungefähr, wo er steht. Was war das? Er steht irgendwo in dieser Richtung. Dieses Alien dort drüben. Es trägt keine Waffe wie die anderen. Welche Aufgabe könnte es haben? Oh. Guckt euch mal die Lebensanzeige von dem Ding an. Wall ist ein Scheißdreck dagegen. Habt ihr das gehört? Ja, wir haben das gehört und es ist nicht schön. Überhaupt nicht schön. Weil dieses Ding kann wehtun. Das darf auch nicht wirklich nah rankommen. Wir müssen mit... Ich nenne ja immer das liebevoll mein Dratzball. Weil mit dem Alien musst du Dratzball sprühen. Weil sonst killt dich das zu sehr. Das Ding macht so einen derartigen Damage, das macht keinen Spaß. Darum hier immer noch mit Vorsichtigkeit vorrücken. Und ja, du gehst in eine bessere Position, gehst mal einen Schritt weiter rüber, damit vielleicht siehst du vielleicht einen Ticken mehr. Machst einen Feldposten, wartest, bis das Drecksviech kommt. Ich selbst gehe auf die andere Seite, weil wir jetzt wissen, wo der Gegner steht. Und mach einen Feldposten. Dieselbe Story läuft auch mit Spirit ab. Macht einen, nicht nachladen, sondern Feldposten. Kami nimmt den Platz von Spirit ein. Immer dieses schöne Nachrücken. Das ist eine grundlegende Taktik in XCOM. Und ich frage mich ja, ob das auch im Enemy Within danach später so sein wird. Okay, jetzt wechselst du erstmal auf die Sniper. Grundlegend. Und wer könnte nachsetzen? Ich könnte nachsetzen und Spirit könnte nachsetzen. Das ist sehr gut. Das heißt, er darf hier ein bisschen vorrücken. Darf die Aliens aufdecken. Sieht sie etwas? Nein, sie sieht nichts. Aber wir könnten ihm was sehen lassen, indem dass wir eher auf ihn mal einballern. Weil ihr seht gleich, was dann passiert.
Ihr seht, der hat Laufzeit bekommen. Laufzeit ist ziemlich scheiße, wenn ich mal so erwähnen darf, weil jetzt rennt er nämlich auf jeden zu, von dem er was eingesteckt bekommt. Und das darf der mit jedem Schuss machen, darum ist das auch mein Dratzball. Weil du musst immer dafür sorgen, dass... Nein, ich will nach Hause! Ja. Das ist das Blöde, weil jetzt darf er nochmal näher hinrennen. Kann der geschockt werden? Ich bin mir gar nicht sicher, ob der schockbar ist. Ich meine gelesen zu haben, dass das bei dem nicht geht. Ich bin mir da aber so gar nicht sicher, du. Erst einmal gucken. Spirit hat den Schock noch über. Er wird als nächstes zu ihm rennen. Nachladen kann man, also die Waffe verkrüppeln kann man, glaube ich, gar nicht. Das bin ich mir zumindest nicht sicher, ob das geht. Das bin ich mir so gar nicht sicher, Dude. Okay, kill ihn. Ich möchte kein Risiko eingehen. Er ist raus. Ja, das soll er auch bleiben. Okay. Das heißt, Pox darf jetzt hier mal ein bisschen nachrennen. Und einen Feldposten machen. So. Während hier Spirit mal einen Ticken weiterrennen darf. Und die anderen begrüßen darf, wenn sie mal vorbeikommen. Kami nimmt den Platz von Spirit ein. Das scheint irgendwie so ein Standardsatz mittlerweile zu werden. Und macht einen Feldposten. Ebenfalls ein Standardsatz. Und da kommen sie auch schon. Alles, was in Sichtweite ist, ist gut. Und er ist zu doof, sich eine gescheite Deckung zu suchen. Okay, ich mache mir gerade in die Hose. Und ja, du darfst da mal so ein bisschen Kill-Kill machen, ne? Ich frage mich immer noch, warum sie ihre Waffe nicht anlegt. Aber das ist mein anderes Thema. Und du darfst auch gleich mit dem nächsten probieren. Was? Einschüchtern, das ist ein bisschen doof. Hat aber nicht funktioniert. Das ist sehr schön. Okay, Spirit. Mach mal deinen üblichen stummen Schuss. Du darfst ruhig mal ein bisschen deine Beine bewegen. Du hast sie ja. Okay, was hast du hier für eine Prozentchance? 35 ist kacke. Doppelter Schuss ist 20, sind 40. Na, also nicht wesentlich besser. Okay, dann nimmst du die zusätzliche kritische Chance dazu. Vielleicht wird's ja was. Nee, wird's nicht. Daneben geschossen. Ja, daneben geschossen. Okay, Kami nimmt den Platz von Spirit ein. Und macht einen Feldposten. Okay. Dann gehen wir mal hier hin mit Pox. Sieht sie was? Sie sieht was und darf sie auch schon mal versuchen. Und sie holt sich den Kill ab. Sehr schön. Erledigt. Wie aus dem Lehrbuch. Und so wollen wir es auch halten. Dann fliegen wir mal nach Hause. Ah ja, genau. Panik in Frankreich. Das ist ein bisschen doof. Unsere Satellitenabdeckung wird immer mehr. Sehr schön, sehr schön. So. Spirit ist eine Woche verwundet. Wir haben ein weiteres Plasmagewehr, eine weitere Alien-Granate. Haben ein paar Waffenfragmente. Jo. Passt. Panik in ganz Europa. Wir bleiben in Kontakt, Commander. Das ist natürlich sehr kacke, Dude. Nochmal kurz den Überblick verschaffen. Japan sieht scheiße aus. Frankreich sieht scheiße aus. Brasilien sieht scheiße aus. Okay. Wie wir das retten, sehen wir in der nächsten Folge von XCOM Enemy Unknown. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Fertiger.